Hey Leute, willkommen zurück bei The Binding of Isaac. Wir spielen Challenge? Nochmal? Probieren wir es nochmal aus? Oder wollen wir erstmal nochmal eine Runde spielen und zwar mit Judas, Cain oder Evie, Samson? Und da fehlt noch einer, der freigeschaltet werden muss. Ich überlege gerade nochmal mit Cain eine Runde zu spielen. Und hoffe, dass es klappt. Aber nein, wir werden erstmal eine Challenge auswählen und zwar Dark Force Night. Ich konnte nicht Maggie auswählen, ich wollte gerade Maggie auswählen. Der hat gerade in dem Moment, als ich das gemacht habe, Leute, mich zurück zu Isaac gefühlt. Gut, ein paar Tage nicht mehr Isaac gespielt, erstmal wieder reinkommen. So muss reichen. Ja, das ist geil. Dass die eine Spinne jetzt nicht gestorben ist, das finde ich traurig. Weil die war direkt daneben. Wir hätten noch eine Bombe für die Truhe da unten. Das muss aber nichts sagen. Ui! Wir haben X-Ray Vision. Das ist gut, denn das erlaubt uns das hier. Uiuiui. Wenn wir jetzt einen Opferraum finden. Okay, und das ist der normale Secret Room. Ist auf jeden Fall nicht mehr so schlecht, wenn man gleich am Anfang das findet. Und da war Unicorn, the Space Item. The Space Item. Das Space Item, was uns auf jeden Fall helfen wird. Wir brauchen auf jeden Fall dann keine Bomben mehr für die Secret Rooms. Dafür bräuchten wir eine Bombe. Das machen wir später. Okay. Kommt her, ihr. Klein Pisserchen, ihr kleinen Pisserchen. Kriegt doch eh nichts gebacken. Also da will ich die Kiste vielleicht außen vor lassen, es sei denn, wir kriegen hier nochmal eine Bombe. Ach komm schon. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Der eine wollte voll auf mich splattern. Nix da. Ganz chillig. Und ein Schlüssel. Das ist super. Dann auf zum Boss. Filmen. Na gut. Ach, verdammt, jetzt beim letzten Schritt nochmal gegen ihn gerannt. So, kein Problem. Meat Boy. Oder Cube of Meat. Und dann natürlich. Das Schöne ist, hier Bombe. Platz nutzen. Beides nehmen. Und die anderen Räume interessieren mich so weit dann nicht. Wir haben keinen Opferraum gefunden, deswegen können wir die Herzen nicht effektiv nutzen. Und rauf zum Basement 2. Oder Bagishman. Ist nicht Basement, wa? Ist Beige. Zeller. Wie viel kommt mit Zeller? Also, oh, guck mal, da könnten wir das irgendwie nutzen für sowas. Wir gucken, ob wir nochmal so einen Holy Room finden, wo ganz viel Leben ist. Oh, Bombe. Wäre jetzt wieder geil, wenn wir eine Bombe bekommen würden. Weil da ist der Stein. Und die haben immer noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, so Rock zu spawnen. Und Rock ist ja cool. Das ist auch cool. Nehmen wir mit. Cursed Skull. Ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat. Irgendwas mit den Schüssen. Aber ich glaube, das war kein so schlimmes Item. So, ihr. Okay, den habe ich damit erledigt. Und den noch. Komm, du kleine Tricky Bibich. Okay, dann haben wir noch einen Schlüssel. Und hier ist der Super Secret Room. Ja, ja. Oh, okay, da war Meaty. So, Meat. Und eine Bombe. Sehr schön. Noch mehr Herzen. Könnten wir hierfür nehmen, erstmal? Flies oder Friends till the end. Stimmt, wir haben das doch gefunden, dieses Teil. Hier oben. Sehr gut. Ganz vergessen. Das opfern wir gleich mal hier unser Leben. So.
bisschen Geld gesammelt. Und Shop habe ich nämlich auch gefunden. Das kann jetzt ein bisschen dauern, Leute. 1, 2, 3. Wir hätten dann noch weitere 5 Herzen. Ich würde sagen, wir machen es noch einmal so, dass es 3 voll, also die nochmal 3 Herzen verschwinden. Vielleicht bekommen wir der Blood Bank. Also cool wäre es, wenn ihr ein paar Münzen... Ah! Mehr ausspucken wollt. Wollte ich gerade sagen. Okay. Damit haben wir den. Wie gesagt, ich will mir noch 2 Herzen vorenthalten für den ganzen Spaß, den wir sonst noch bekommen könnten. Und da will ich lieber jetzt mal ein Soul Heart nehmen. Denn wir hatten ja hier noch... Deswegen habe ich es noch extra noch nicht genommen. Hier auf der linken Seite, soweit ich weiß. Genau. Und fürs Work. Super. Damage up. Mal gucken. The Map. Bringt ihr uns was dabei? Ich bin mir nicht so sicher. Wenn ja, wäre super. Wenn nicht, blöd gelaufen. Okay, sie bringt uns gar nichts. Wir hätten noch die Pille nehmen können, aber ich habe so dumpfe Befürchtung, das ist eine schlimme Pille. A bad pill. Also bringt uns die Map gar nichts mit dem Modus. Wow. Okay, das war jetzt gerade ziemlich überraschend. Magnet. Nehmen wir den mit? Ja, damit können wir ein paar Sachen überwinden. Ja, nehmen wir mit. Und wir brauchen immer noch den Secret Room. Den haben wir noch nicht gefunden. Den Super Secret Room, ja, aber nicht den Secret Room. Und eine Tarotkarte. The Hermit, der Bettler. Der Bettler ist super. Können wir noch ein bisschen... Was ist hier unten? Okay. Und das Ankh. Das Ankh erlaubt uns, wenn wir sterben, nochmal aufzustehen. Auch wenn es komisch klingt. Der Hermit will jetzt nicht machen. Wir gehen erstmal wieder zum Boss-Room. Gut, wir gucken mal, wie wir es hinbekommen. Es wirkt schon ein bisschen strange, also. Okay, es ist nur Pin. Ich warte mal kurz ab, bis der rauskommt. So. Und Squeezies. Nein, die lassen wir erstmal hier. Denn wir haben da noch ein Herz gehabt. Wir nutzen es aus, um noch ein bisschen Geld zu bekommen. Ah, da haben wir Blood Bank. Ach nee, wir haben das. Die mobile. Ja, okay. Dann wird zwar das gleich. Ja, nee, das mobile Ding, das gefällt mir nicht. Ah, Squeezy Scooper. Schnellerer Schuss. Komm her, ihr Herzen. Das ist auf jeden Fall gut. Der Bettler, wollen wir den schon beschwören? Überlegt gerade. Oder wir warten nochmal auf einen Demonic Room, würde ich behaupten. Bevor wir den Bettler nehmen. Genau, und jetzt können wir die Sachen mir geben werden. Jetzt sind gar nicht so schlecht. Mit Squeezy und Stone ist auf jeden Fall gut Damage. Ein Leben haben wir schon dazu bekommen. Blöd, dass das Blood Pack nur rauskam und nicht das andere Deck. Okay, wir haben gleich das bekommen. Naja, merken wir uns. Okay. Zum Glück machen wir Schaden. Ein Leben. So. Komm, den kriegen wir ganz schnell. Und den nächsten kriegen wir auch ganz schnell. Den Schlüssel haben wir nicht. Ui, stelle ich gerade fest. Vielleicht müssen wir doch da was machen. Damit wir einen Schlüssel bekommen. Oder auch nicht. So. Wow. Ja, ist okay. So.
So, ich hasse dich so sehr. Komm, geh sterben. Okay. Was haben wir hier? Übertreib mal nicht. Ein halbes Herz. Okay, ein halbes Herz haben wir von ihm bekommen. Und die... Boah, die Truhe, da kommen wir nicht ran. Es sei denn, wir brauchen ja eh keine Bomben mehr. Ich hoffe, da ist eine Bombe noch mit drin. Ja, haben wir Profit gemacht. Okay. Komm schon. Böse fliegen. Aus. Aus. Die eine hat sich gerade verbuggt an der Tür. Och. Komm schon. Die kriegen wir auch so hin. Jetzt können wir noch gucken, was hier ist. Hm. Was haben wir hier drin? Cancer. Ja, nehmen wir. Noch mehr. Schnellere Schüsse ist auf jeden Fall super. Das war ja der Raum. Hier oben waren wir ja schon überall, war. Bis auf den Shop, aber wir wollen ja erstmal zum Item Room, bevor wir zum Shop gehen. Hier ist auch nochmal ein Herz. Gut zu wissen. Okay. Ja, klar. Ja, der muss natürlich mit dem volles Herz wegmachen. Ist auch logisch. Oder so ein Mini. Ne, Mini-Boss ist er nicht, aber. Komm. Dann holen wir uns gleich mal wieder die volle Dröhnung, beziehungsweise die vollen Herzen. Eins. Und wo war das? Hier drüben war. Auf der Seite. Nein. Hier. Zack. Super. Hey. Damit haben wir das schon mal. Jetzt hat sich wirklich die Frage, ob wir den kleinen Bettler holen. Weil er uns auch One-Health-Item holen kann, aber vielleicht haben wir Glück. Und wir bekommen einen Demonic Room und können den Bettler da einfach verwenden. Das finde ich viel cooler. Und ich hoffe auch, wir bekommen langsam den Item Room. Okay, da ist es. Ach, komm schon. Sie fliegen hier mit der gewesen, die mich gestört haben. Okay, und? Gethard, Lilichet. Lilichet, der uns ja immer wieder Herzen geben kann. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal. Oh Gott. Problem ist ganz gewaltig. Okay, den haben wir. Schnell hier rüber. Und den hoffentlich fest ankern. Ankern. Für Anchorman. Und da bekommen wir gleich Pestilenz. Ist ja auch mal geil. Okay. So, Pestilenz. Besiegt. Und da ist der Demonic Room. So, und damit haben wir den zweiten Teil von Meat Boy, der jetzt auch noch schießen kann. Und wir werden hier kein Item, wir werden hier nichts eingehen. Wir werden... Ach, uff. Das bringt uns direkt dahin. Ich dachte mal, das würde der Bettler geben. So, wir holen die Rube. Rube. Das füllt unser Space-Item schneller auf. Und überlegt gerade... Telepelz. Ui! Das ist wieder ein Telepilz. Health down, na super! Jetzt haben wir wieder Health down. Das ist gar nicht geil. Und ich könnte maximum da an diesem komischen... Ach, wie heißt das Teil? An diesem komischen Automaten das loswerden. Gut, Leute. Ich meine mal, wir sind nicht allzu schlecht ausgerüstet. Fehlt uns aber Leben. Das heißt, wir müssen gut ausweichen können. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.